New York City, 11. September 2001. Der Morgen, an dem das World Trade Center zum Einsturz gebracht wird. Nicht das einzige Verbrechen an diesem Tag. Ich wohne gegenüber vom World Trade Center in Battery Park City. Kein anderes Wohnhaus liegt so nah dran. Meine Frau rief: Jerry, ein Flugzeug hat einen der Twin Towers getroffen. Genau an diesem Morgen waren wir in Marrakesch angekommen. Wir wollten eine 9-tägige Tour durch Marokko unternehmen. Die Explosion war unglaublich laut, fast wie eine Atombombe. Obwohl das ganze 70 Stockwerke höher geschah, sah es so aus, als ob dir die Flammen direkt ins Gesicht schlugen. Ich dachte, ich sollte mich bald an die Mitarbeiter wenden. Ich wusste ja, dass eines ihrer Büros da drin war. Das würde natürlich direkt Folgen für das Geschäft haben. Ich war sehr beunruhigt und wollte wissen, was mit Justin passiert war. Schließlich hatte First Equity ein Büro im World Trade Center. Die Côte d'Azur, zwischen Nizza und Monaco. Eine Traumküste, auch für Glücksritter. Menschen aus aller Welt zieht es hierhin. Einer von ihnen, Terry Ward. Nach einer Top-Karriere als Manager ging der Pensionär nach Südfrankreich. Immer noch einem guten Geschäft nicht abgeneigt. Ich unterhielt mich eines Tages mit einem guten Freund über Geldanlagen, einem angesehenen Geschäftsmann in Australien. Er erzählte mir von seinen Erfolgen im Devisengeschäft. Die Firma Evergreen erwirtschaftete für ihn satte Gewinne. '98 steigt Terry Ward ebenfalls bei Evergreen ein. Sein Geld zahlt er auf das Konto der Finanzverwaltungsfirma. Ihr Name? First Equity, mit Büro im World Trade Center. Eine angesehene Adresse. Große internationale Investmenthäuser wie Lehman Brothers residieren hier. Das First Equity Büro liegt im 15. Stock des Südturms. Für Evergreen und ihre Tochterfirma arbeiten hier Menschen aus allen Regionen der Welt. Nicht ohne Hintergedanken. Darunter sind Amerikaner ebenso wie Bürger der ehemaligen Sowjetunion. Zahlreiche Italo-New Yorker arbeiten für Evergreen. Zwei gebürtige Russen leiten die beiden Firmen. Gary Faberhoff, wohnhaft in Brooklyn. Er ist Chef von First Equity. Der Mann im Hintergrund, Andrei Kudatschew, der Eigentümer. Er pendelt zwischen New York und Moskau. Von ihm existiert nur ein Foto. Kudatschew konnte Leute dazu bringen, sich wie ein Lottokönig zu fühlen. Sogar Leute, denen es wirklich schlecht ging. 10 Minuten mit André und sie dachten, sie hätten das Große losgezogen. Mit allen macht er es so. Mit Banken, Rechtsanwälten, Buchhaltern, Aufsichtsbehörden. Jeder mochte André. Er war ein Siegertyp. Was er sagte, wurde gemacht. Andrei Kudatschew engagiert über 100 Verkäufer, die für Evergreen ausschließlich über das Telefon arbeiten. Sie operieren weltweit,
damit beschäftigt, potenzielle Investoren für den Einstieg in den Devisenhandel zu gewinnen. Mit Erfolg. In nur 4 Jahren akquirieren sie mehr als 100 Millionen Dollar allein über das Telefon. Ein Teil des Geldes stammt von Terry Ward. Welche Summe er genau investiert hat, will er nicht preisgeben. Die Evergreen-Leute haben mich gedrängt, immer mehr Geld zu investieren. Und alles lief ja auch gut. Die Gewinne waren gar nicht einmal so hoch. Warum sollte ich misstrauisch werden? Wir sprechen über eine Zeit, als es möglich war, sogar mit konservativen Geldanlagen 9% Rendite zu erzielen. Evergreen dagegen verspricht 15%. Eine Aussicht, die realistisch klingt, zu einem Zeitpunkt, da Aktien auf der ganzen Welt in die Höhe schießen und niemand an ein Ende des Rausches denkt. Das Devisengeschäft mit Evergreen erscheint den Investoren als todsicher. Vertrauenswürdig, verlässlich, lukrativ. Aber es soll ganz anders kommen. Unweit des World Trade Centers beziehen die Spekulanten von Evergreen weitere Büros. Eines an der Wall Street gegenüber der New Yorker Börse, ein anderes gleich um die Ecke am Broadway. Das Interieur der Eingangshalle mutet luxuriös an. Die Büros im Innern dagegen sind spartanisch ausgestattet. Ein Gefechtsstand, von dem aus die Telefonverkäufer ihre weltumspannenden Geschäfte tätigen. Die Daten von potenziellen Investoren stammen aus Auskunfteien, ganz legal. Trotzdem ist es eine Kaltakquise. Wer einem Fremden mehrere hunderttausend Dollar per Telefon entlocken will, muss schon gut trainiert sein. Es geht um Vertrauen. In England würde man sagen, ein sympathischer Typ, sogar am Telefon. Er baute eine Beziehung zu mir auf und ich eine zu ihm. Im Januar legte ich weitere 100.000 Dollar an. Die häufigste Masche der Evergreen Broker, der Satz, sie verpassen das Geschäft ihres Lebens. Wenn dies nicht zieht, probieren sie andere Methoden aus. Häufig funktioniert schon ein einfacher psychologischer Trick. Der Broker täuscht dem Kunden eine gemeinsame Herkunft vor. Ständig wies er mich auf unsere gemeinsame irische Abstammung hin. Er identifizierte sich mit den politischen Zielen der Iren. Als Amerikaner glaubte er, alles über Nordirland zu wissen. Natürlich hatte er keine Ahnung. Ich konnte mir ein Bild von ihm machen und dachte, das ist einer, der hart arbeitet. Vielleicht wollte ich ihm auch einfach eine Chance geben. Ich glaube, um in dieser unwahrscheinlichen Situation, dass der Telefonverkäufer wirklich einen wildfremden Menschen dazu bringen kann, Geld mit ihm zu investieren, muss eine Verbindung bestehen. Diese Verbindung kann emotional sein, dass er jemanden anruft und sagt, oh, Sie klingen etwas überarbeitet, ja, ich bin noch später bei der Arbeit. Und daraus ergibt sich ein Kontakt. Aber viel leichter ist es, wenn es ein gewisses ethnisches Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Wenn man sagen kann, Sie stammen aus Griechenland, ich bin auch aus Griechenland, Sie können mir vertrauen, ich bin dort und dort aufgewachsen, niemand kennt sich mit den Devisenmärkten so gut aus wie Griechen. Und die Firmen, die Telefonverkäufer einstellen, achten in der Regel darauf, dass sie die verschiedenen Nationalitäten abdecken, weil es sich herausgestellt hat, dass das eine erfolgreiche Verbindung sein kann. Derweil fließt das Geld der Investoren nicht nur in den Devisenhandel. Polina Sirotina ist die Stellvertreterin von Andrei Kudachev, dem Boss. Eine Frau mit teurem Geschmack, die freizügig Gebrauch von der Firmenkreditkarte macht. Die Konten sind ja prallvoll. Ihre Kreditkartenbelege habe ich nie zu sehen bekommen. Jetzt kommt's raus. Prada, Gucci und so weiter. Ich bin mit Bankern ausgegangen, zum Dinner oder ab und zu in eine Bar an der Wall Street. Hey, das macht doch jeder. Ich habe Kontakte geknüpft. Aber Polina? Sie ging zu Gucci, Prada, Dolce und Gabbana. Jetzt liegen die Beweise auf dem Tisch.
Prada and Dolce Gabbana, like the government likes to say. Yes, I mean the proof is there. In 4 Jahren verpulvert Polina Sirotina mehr als $500,000. Geld, das ihr nicht gehört. Alles lief doch so gut. Die Kontoauszüge wiesen ständig Gewinne aus. Zu Weihnachten bekamen wir wundervolle Tischkalender, in Leder gebunden mit dem Evergreen-Emblem. Ich habe eine sehr schöne Tischuhr und einen Reisewecker. Es sah alles so aus wie bei einer soliden Firma und nicht wie bei irgendeiner Hinterhof-Klitsche. Ich glaube, da geht es nicht so sehr um Realismus, als vielmehr um Wünsche und Träume. Und wer würde nicht gerne daran glauben, dass man über 2-3 Jahre immer wieder sensationelle Ergebnisse erzielt? Gerade wenn die Statements, wenn die Kontoauszüge realistisch aussehen. Ich glaube, wenn einem jemand bescheinigt, dass man kontinuierlich Geld verdient, glaubt man sehr gerne daran. Ein Mann, der diesen Traum nie geteilt hat, ist der Privatdetektiv und ehemalige New Yorker Polizist Gasper Pay. Ein Evergreen-Kunde meldet sich bereits 1998 bei ihm. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen mit Evergreen. Er sagte mir, dass er während des Telefongesprächs jemanden im Hintergrund gehört habe, als ob eine zweite Person den Telefonverkäufer anleitete, dies oder jenes zu sagen oder bestimmte Sachen zu fragen. Er konnte die zweite Person im Hintergrund flüstern hören. Das machte ihn sehr misstrauisch. Er hatte das Gefühl, da stimmt was nicht. Gus Pepe, der Privatdetektiv, entwickelt einen Plan, um die Wahrheit über Evergreen herauszufinden. Er will ins Herz der Firma vordringen. Mit einer Legende. Gus Pepe wird sich als Broker bewerben. Ich fuhr in den 37. Stock dieses Bürogebäudes in der Wall Street. Am Empfang hielt ich kurz und sagte, ich käme wegen der Stellenanzeige aus dem Internet. Ich kann mich genau an diesen großgewachsenen, dunkelhaarigen Mann mit Anzug und Krawatte erinnern, der aus einem der Büros kam. Er begrüßte mich mit Handschlag und sagte, mein Name ist Albert Guglielmo. Ich bin hier der Direktor. Dieser Typ sagt zu mir, ich will in den Devisenhandel einsteigen. Ich sage, hey, hast du jemals mit Devisen gehandelt? Das ist ein unberechenbarer Markt. Man braucht viel Geld. Und er sagt, ich will es aber probieren. Ich war ziemlich aufgeregt und wollte wissen, wie ich in den Devisenhandel einsteigen könnte. Er sagte einfach nur, vergiss es. Niemand verdient Geld im Devisenhandel. In einer Woche bist du bankrott. Ich sagte ihm ganz direkt, du wirst dein Geld verlieren. Du hast noch nie mit Devisen gehandelt. Du verstehst nichts von Währungen. Du gehst kaputt. Immerhin, Gasper Pay hat Zeit gewonnen, sich in der dubiosen Firma umzuschauen. Evergreen existiert tatsächlich. Aber was passiert mit dem Geld?
Er findet handgeschriebene Listen von Investoren und ihre Kurzwahlnummern auf den Schreibtischen. Stündlich fließen Zehntausende Dollar an Evergreen. Papay ist beunruhigt. Ohne Beweis für betrügerische Taten verlässt sich der Detektiv ganz auf seinen Instinkt. Dringend rät er seinem Klienten, das Geld aus Evergreen herauszuziehen. Wenig später besucht auch Jerry Cahill aus Irland Evergreen. Auch er will das Gesicht hinter der Telefonstimme sehen und die Menschen kennenlernen, denen er die Ersparnisse für seinen Ruhestand anvertraut hat. Er erwartet Walnussholz und Ledersessel, gedämpfte Atmosphäre. Was er antrifft, überrascht ihn. Warum arbeiten all diese Telefonverkäufer an so einem teuren Platz? In such expensive accommodation. Wenn man hört Broadway oder Wall Street oder Fifth Avenue und man lebt in Frankreich oder Belgien, dann mag man dazu tendieren, zu glauben, dass es sich da um eine seriöse Firma handelt, der man sein Vermögen anvertrauen kann. Cahill hat noch einen zweiten Grund, Evergreen zu besuchen. Er benötigt kurzfristig seine Einlagen, um eine Hypothek in Irland abzulösen. The money was there. It was there on demand. Das Geld war da, als ich es haben wollte. Und dann verschwand auch jeder Zweifel. Es war einfach gut zu wissen, dass man sein Geld zurückbekommt, wenn man danach fragt. Zufrieden reist Cahill wieder ab. Zwei Monate später wird er sein Geld wieder bei Evergreen investieren. Insgesamt eine Viertelmillion Dollar. It was like a pyramid scheme. Das war ein Pyramidenspiel. Es funktionierte ganz einfach. Ständig wurde neues Geld akquiriert. Wenn ein alter Investor sein Geld wiederhaben wollte, benutzten sie das frische Geld, um ihn auszuzahlen. Das Pyramidenspiel kann aber nur funktionieren, solange Geld ständig nachfließt. Die Telefonverkäufer sind äußerst erfolgreich. Jeder von ihnen hat pro Tag bis zu 700 Kontakte mit möglichen Kunden. Um die Verkäufer zu motivieren, braucht man einen guten Frontmann. Bei Evergreen ist dies Justin Fawcy. Justin hat sich nur mit dicken Fischen befasst, konnten die 1 Million Dollar oder mehr investieren. Regelmäßig reist Justin Fawcy zu seinen Kunden ins Ausland, um Vertrauen aufzubauen und um noch mehr Gelder in die Evergreen-Kasse zu spülen. Als ich Justin Fawcy traf, konnte ich durch einen Blick in seine Augen herausfinden, ob ich ihm vertraue oder nicht. Das Geheimnis seines Erfolges liegt wohl darin, dass er genau dieses Gefühl von Vertrauen vermittelt. Wir laufen runter zum Wasser. Dann kommt dieser Rauch. Der Rauch war teuflisch. Und in dem Rauch waren kleine Teilchen, wie zerborstener Zement. Dann stürzt der zweite Turm ein. Der Rauch verfolgt uns. Dann hat er uns eingeholt und völlig umnebelt. Coming right behind us, and it finally engulfs us. P.
Die Leute sehen aus, als ob sie gerade aus ihren Gräbern gestiegen wären. Wie aus der Unterwelt. Jeder ist vollkommen weiß, vermischt mit brauner Asche. Du hörst die Sirenen, wie Leute schreien und weinen. Es klingt hart. Aber jeder kämpfte für sich selbst. In New York denkt in diesen Stunden wohl niemand an sein Geld. Einige tausend Kilometer entfernt sieht das anders aus. Meine erste Reaktion war, tja, naja, ich schäme mich nicht, dies zu sagen. Ich habe an die Gelder gedacht. This is going to kill the dollar. Ich habe den Rest des 11. September damit verbracht, Justin Fawcy zu erreichen. Auf seinem Mobiltelefon, in einem der Büros. Ich konnte ihn nicht finden. Das Telefonnetz war ja fast zusammengebrochen. Schließlich, mit Hilfe der Vermittlung, bekam ich ihn. Justin war okay. Ich fragte ihn, was ist mit First Equity? Er sagte, die Büros sind nicht zerstört, sie sind im unteren Bereich. Alles ist in Ordnung, das Geld ist sicher. Es ist eine plumpe Lüge, die wohl nur in der Verwirrung des 11. September unbemerkt bleiben kann. Etwa zwei Tage später, am 12. oder 13. September, bekam ich einen Anruf. Ein Evergreen-Investor aus London hatte mich ausfindig gemacht. Er fragte mich, ob ich schon von dieser Firma gehört hätte. Ich sagte, na klar, die habe ich bereits 1999 untersucht. Er sagte mir, dass er in den vergangenen zwei Tagen nach dem Zusammenbruch des World Trade Centers jede Evergreen-Nummer angewählt hatte, aber niemanden erreichen konnte. Das ist kaum verwunderlich. Die Evergreen-Büros im Finanzdistrikt sind in diesen Tagen abgekappt vom Rest Manhattans. Und das First Equity-Büro im World Trade Center existiert nicht mehr. Alle Mitarbeiter überlebten den Anschlag unverletzt. Von den Bossen fehlt jedoch jede Spur. Seit dem 11. September ist Gary Faberoff verschwunden. Tagelang versuchte ich, mit Herrn Faberoff in Kontakt zu kommen. Ich rief sogar bei ihm zu Hause an. Da ich Russisch spreche, hätte ich seine Frau fragen können, wo er steckt, erreichte aber niemanden. Es gab Gerüchte, dass er bei dem Anschlag ums Leben gekommen sei. Gus Pepe macht sich wieder an die Arbeit. Er will den ratlosen Investoren helfen. Was ist mit Evergreen passiert? Der Detektiv erstellt ein Profil von Gary Faberoff. Faberoff lebt in Little Odessa im russischen Viertel, tief im Süden Brooklyns. Hier würde man keinen angesehenen Devisenhändler vermuten. Und in Faberoffs Wohnung ließen sich auch keine Investoren einladen. Faberoff wohnt im Apartment 2E. Niemand antwortet. Immerhin ein Nachbar gibt Auskunft. Gary Faberoff ist ein merkwürdiger Zeitgenosse. Ich sehe Faberoff ab und zu, aber er grüßt nie. Es ist, als ob er mich meidet. Ich weiß also nichts über ihn, was er tut, was sein Beruf ist. Ich weiß nur, dass er Russe ist. Ich habe ihn hier gesehen, seit er Schuljunge war. Das ist alles. Noch immer gibt es kein Lebenszeichen von Gary Faberoff. Ist er ein Opfer des 11. September? Tage später, an der Wall Street, hat sich der Rauch gelegt. Trotz höchster Sicherheitsstufe. Die Menschen wollen so schnell wie möglich zu einem normalen Leben zurückfinden.
Am Sonntag, dem 16. September, heiratet eine Evergreen-Mitarbeiterin. Ihr zukünftiger Mann ist Polizist. Es gab viel Gerede. Soll die Hochzeit stattfinden oder soll sie nicht stattfinden? Sie rief mich an und sagte, ich lasse mir meine Pläne nicht kaputt machen. Ich werde nicht zulassen, dass Terroristen meine Hochzeit zerstören. Ich werde an diesem Tag heiraten, auch wenn niemand kommt. Ich ging hin und alle anderen auch. 98% der geladenen Gäste kamen. Everybody, I think 98% of the people came to her wedding. Fast die gesamte Evergreen-Mannschaft feiert mit ihrer Kollegin. Zwei Personen fehlen. Andrei Kudatschew und Gary Farberov. For me it was really very, very strange. Mich hat das stark verwundert. Wie kann man in einem solchen Moment verschwinden, wenn man am Leben ist? In einer solchen Situation sollte man doch 24 Stunden am Tag damit beschäftigt sein, zu retten, was zu retten ist. Es sei denn, man hat etwas anderes vor, zum Beispiel unterzutauchen und Spuren zu verwischen. Sonntag, 23. September. Gary Farberov taucht wieder auf einem Golfplatz. Er hat sich mit Justin Fossey verabredet, konspirativ. Sie rufen Albert Guglielmo an, ihren Kollegen. Er sagte, du musst nach Brooklyn kommen. Wieso Brooklyn? Es gibt einen Notfall. Ich kann das nicht am Telefon erzählen. Albert Guglielmo fährt nach Brooklyn. Er ist äußerst gespannt. Immerhin war Farberov tagelang verschwunden. Justin ist nervös. Er sagt zu Gary Farberov, na los, sag's ihm. Gary Farberov kommt auf mich zu und sagt, Andrei Kudatschew ist weg. Du wirst Andrei und das Geld nie wiedersehen. Andrei Kudatschew ist gone and the money's gone and you'll never see Andrei or the money again. Eine Nachricht wie eine Bombe. Fossey, Farberov und Guglielmo halten Kriegsrat ab. In Ginos Pizzeria. Es gibt viel zu bereden. Es geht um 100 Millionen Dollar, die fehlen. Farberov schlägt vor, die Sache zu vertuschen. Farberov sagt, warum machen wir nicht einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre? Wir treiben Geld ein, zahlen alte Investoren aus. Irgendwann werde ich erzählen, ich hätte die 100 Millionen Dollar bei Devisengeschäften verloren. Wir machen es langsam. 20 Millionen hier, 20 Millionen da. Am Ende ist alles weg. Ich manipuliere die Bücher und fertig. Ich sage ihm, du bist übergeschnappt. Er sagt, wenn nicht, landen wir alle im Knast. Ich sage, ich nicht, aber du bestimmt. Er, aber du bist der Direktor, du wirst sitzen. Ich sage, ich habe ein reines Gewissen. Ich gehe zum FBI und packe aus. I said, I ain't going anywhere. I did nothing wrong. I said, my soul. I said, I know my soul is clean. My integrity is clean. And I know, and I'm going to the FBI. And I don't care. I said, I'm going down and I'm going to tell them everything. Einen Tag später, Montag, 24. September. Albert Guglielmo eilt in das Evergreen-Büro an der Fifth Avenue. Auf einem Konto sind noch 600.000 Dollar. Ich rufe als erstes die Bank in Chicago an. Farberov hatte mir gesagt, da sei noch Geld übrig und dass er sich's holen wollte. Ich rufe also an und sage, hör zu, friert das Geld ein. Stellt sicher, dass keiner drankommt. Farberov versucht es eine Stunde später. Aber ich hatte ja schon die Bank gewarnt. Eigentlich konnte ich nicht über das Geld verfügen. Es gehörte First Equity. Das hat sie zum Glück nicht gekümmert. Jetzt ist es ein Rennen. Ich gegen diese Bestie. Mit anderen First Equity-Konten hat Farberov mehr Glück. Bei einer australischen Bank kann er sich dort verbliebene 6 Millionen Dollar unter den Nagel reißen. Er braucht das Geld, dringend, für seine Sucht. Farberov ist Spieler. Alle, denen er erzählt hatte, dass das Geld gestohlen worden sei, riefen Kunden in Australien und Neuseeland an, waren in Kontakt mit Rechtsanwälten und Staatsanwälten
um herauszufinden, was passiert war. Zur gleichen Zeit war Herr Farberow in Las Vegas, um zu zocken. Nachdem wir zum FBI gegangen waren, ging das FBI zu Farberow. Die konnten ihn auch nicht finden. Jetzt stellt sich heraus, dass er in Las Vegas war. Er lügt bis zum Schluss, sogar als er uns seine Geschichte auftischt. Er lügt weiter, um seinen eigenen Diebstahl zu vertuschen. Jetzt wissen wir, dass er die letzte Kohle verzockt hat. 20.000 pro Spiel. Unterdessen tappen die Investoren im Dunkeln. Informationen über ihre Konten gibt es nicht. Die meisten Evergreen-Büros sind verwaist. Von den Top-Leuten Andrei Kudatschew und Gary Farberow haben sie noch nie gehört. Am Morgen des 1. Oktober bekomme ich einen schockierenden Anruf. Ein Investorkollege in Australien sagt mir, das Geld ist weg. Ich dachte, der macht einen Scherz. Und fand ziemlich schnell heraus, dass das keiner war. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wer es offenbart hatte. Ich glaube, es war Justin. So erfuhr ich, dass alles futsch war. And I was astounded, dumbfounded. Ich war sprachlos, entgeistert. Ich sagte, mein Geld ist weg. Das Geld von allen. Dann legte ich auf. Das war's. Viele Spuren im Fall Evergreen führen nach Moskau, wo man für Geld fast alles bekommt. Eine neue Identität, Waffen, mächtige Freunde. In Moskau ist auch Andrei Kudatschew, das Mastermind von Evergreen. Seit April 2001 ist der Russe nicht mehr in den USA gesehen worden. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir die Verbindung zu Herrn Kudatschew verloren. Ich hatte seine Telefonnummer, aber der Anschluss war abgemeldet. Allmählich offenbart sich das System. Seit Geschäftsbeginn haben Kudatschew und Farberow Evergreen-Gelder nach Ungarn abgezweigt. So die Erkenntnisse der Ermittler. Andrei war unglaublich. Also, das Geld der Investoren wandert von ihrem Konto auf das First Equity-Konto. 50.000, 100.000, was auch immer. Und dann kommt Farberow, nimmt das Geld und schickt es nach Budapest. 4 Jahre lang. Und die Bank bekommt nichts mit. Das soll mir einer erklären. You explain that to me. I don't know what was in there on September 11th. Ich weiß nicht, wie viel Geld am 11. September auf dem Konto war. Aber die Evergreen-Unterlagen zeigen, dass am 19. September noch 104 Millionen Dollar hätten da sein müssen. Investorengeld, inklusive Gewinne. Das Geld war vorhanden. Nicht in New York, nicht in Moskau, aber in Budapest. Offensichtlich hat Kudatschew die Verwirrung um den 11. September genutzt, um das Geld verschwinden zu lassen. Wir wissen, dass viel Geld über die Schweiz abgeflossen ist und auch über Österreich und Ungarn. Wir glauben, dass einiges nach Israel und Zypern geflossen ist. Wo der große Batzen des Geldes hin ist, darüber kann man nur spekulieren. Wahrscheinlich nach Russland. Von den 104 Millionen Dollar, die seit dem 11. September verschwunden sind, konnten bislang nur 8 Millionen gefunden werden. Investoren aus aller Welt sind verzweifelt. It's destroyed our plans for retiring. Unsere Pläne für den Ruhestand sind zerstört. Ich habe nur noch einen Monat Arbeit vor mir. Jetzt muss ich mich nach anderen Einnahmequellen umsehen. Ich bin jetzt 60 Jahre alt. Manche Leute finden mit 40 keine Arbeit mehr. Mit 60 kannst du nur noch die Einkaufswagen beim Supermarkt schieben. New Yorks Skyline hat sich verändert. Nicht nur sie. Seit dem 11. September 2001 weht in der Wall Street ein anderer Wind.
Aber viele Wunden sind geblieben. Well, it's total betrayal. Ein kompletter Verrat. Doch es ist wie mit jedem Schmerz. Ich habe viele Krankheiten und Operationen in meinem Leben durchstehen müssen. Viele Schmerzen waren damit verbunden. Aber körperliche Schmerzen vergehen im Laufe der Zeit. Wunden verheilen. Nein, ich will nicht mehr darüber sprechen. Dezember 2001. Das Spiel ist aus. Und ein neues beginnt. Gary Farberoff stellt sich dem FBI. Er will mit den New Yorker Staatsanwälten einen Deal aushandeln. Sein Plan geht auf. Gary Farberoff, der Zocker, wird zum Kronzeugen der Anklage. Im Frühjahr 2003 beginnt der Prozess. Der Mann, der so viel weiß, bekennt sich in einer Reihe von Anklagepunkten für schuldig. Farberoff spekuliert darauf, dass er mild bestraft wird und den Gerichtssaal als freier Mann verlassen kann. Kaum einer der Prozessbeteiligten will sich vor der Kamera äußern. Herr Farberoff hat im Prozess ausgesagt, dass er selbst vom ersten Tag an, seit First Equity das erste Konto eröffnete, gestohlen hat. Insgesamt 8,5 Millionen Dollar. Juni 2003. Gary Farberoff ist Hauptzeuge im Evergreen-Prozess. Er beschuldigt seine ehemaligen Kollegen, in die kriminellen Pläne eingeweiht gewesen zu sein und belastet auch Albert Guglielmo. Das Geld bleibt verschwunden. Bis heute. Auch die Staatsanwaltschaft kann es nicht finden. Geld verschwindet nicht. Es bewegt sich. Es verändert seine Form. Es wird in eine andere Währung getauscht. Es ist da. Wo genau es ist, weiß ich nicht. It's there. Where it is, I haven't at this moment got a clue. Das gleiche gilt für Andrei Kudatschew. Er ist untergetaucht. Offenbar dank seiner guten Kontakte. Zuletzt war er für Russlands zweitgrößte Gasfirma, Mosobel Gas, tätig. Seine Verbindungen reichen aber vermutlich noch viel weiter. Offiziell war er der wirtschaftliche Berater von Boris Gromow, damals Gouverneur von Moskau. Er scheint sich in höchsten Kreisen zu bewegen. Er ist sehr gut abgeschirmt. Die USA haben mit Russland kein Auslieferungsabkommen. Andrei Kudatschew bleibt ein Phantom. Unerreichbar für die amerikanische Justiz und für seine Gläubiger. Über seinen Anwalt lässt er mitteilen, dass er unschuldig sei. Seine ehemaligen Mitarbeiter sehen das anders. I call him a financial terrorist. Ich nenne ihn einen Finanzterroristen. Er hat überall Opfer hinterlassen, von hier bis Australien, in ganz Europa. 27. Juni 2003. Die Geschworenen fällen ihr Urteil. Polina Sirotina, Albert Guglielmo, Justin Fawcy und die anderen Evergreen-Manager, so das Gericht, haben sich der Beihilfe schuldig gemacht. Ihnen drohen je 30 Jahre Gefängnis. Im Gerichtssaal sind Kameraaufnahmen verboten. Gary Farberoff gibt zu, 8,5 Millionen Dollar gestohlen zu haben. Er muss 20 gestohlen haben. Dafür wird er nicht einmal belangt. Er wird nur beschuldigt, an einer Verschwörung beteiligt gewesen zu sein. Das bedeutet, dass er nicht gestohlen hat, sondern nur an der Planung beteiligt war. Die Staatsanwaltschaft weiß, dass er lügt. Sie bringt ihn dazu, all diese Unwahrheiten zu sagen. Und ich werde für schuldig befunden. Mir drohen bis zu 30 Jahre Knast. Gary Farberoff geht frei aus. Andrei Kudatschew sitzt in Moskau und lacht sich ins Fäustchen. Das ist das amerikanische Rechtssystem. Ground Zero.
Nach dem 11. September, so sagt man, sei nichts mehr wie zuvor. Der Einsturz der Evergreen-Pyramide hat viele arm und wenige reich gemacht. Es ist sicher nicht das letzte Kapitel dieser Art. Schließlich hat es am Ende noch immer einen Gewinner gegeben. Für Gus Pepe und die anderen, die mit Evergreen zu tun hatten, wird der 11. September immer eine doppelte Bedeutung haben. Ich denke, diese Gauner haben den Jackpot geknackt. Der Einsturz des World Trade Centers war ein perfekter Zeitpunkt für sie, aus New York zu fliehen und das Geld nach Europa oder wo auch immer hinzuschicken. Und sie hatten Zeit, die Sache zu vertuschen. Ich habe das Gefühl, als ob die Staatsanwälte mich langsam töten wollen. Nach der Verurteilung ist mir klar geworden, am besten wäre für mich mit dem 11. September alles zu Ende gewesen. Es ist schon seltsam, dieser fürchterliche Anschlag, der so viel Leid über uns gebracht hat. Er hat auch unsere Gier bloßgestellt. Wenn ich in dieses Loch blicke, dann bedeutet mir mein Geld gar nichts mehr.